Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer etwas traurigeren Folge mit etwas besorgnisnehmendem Anlass. Wir haben immer mal wieder das Problem, dass auf unserem Server gegrieft wird. Davon kann sich natürlich kein Server freisprechen. Jedoch ist jetzt etwas passiert, was, naja, nicht ganz so schön ist. Wir hatten ja schon einmal einen Server, da wurde der Server gelöscht. Jetzt haben wir hier derzeit ein Stellwerk. Das Stellwerk Community City wurde gegrieft. Und zwar hat sich irgendjemand mit einem Mining Laser da draufgestellt und hat das gesamte Stellwerk zerstört. Der Mining Laser ist mittlerweile schon wieder gebannt. Jedoch hat er echt großen Schaden hinterlassen. Nein, da kommst du nicht rein. Das Stellwerk, da soll man nicht rein. Das sind gesperrte Bereiche. So, und deshalb verkehrt jetzt aktuell in Community City derzeit kein einziger Zug. Und, ja, kann ich helfen? Nee, deswegen verkehrt derzeit in Community City kein einziger Zug. Und, es ist schade, dass es so viele Leute gibt, die einfach griefen, grundlos griefen und unsere Sachen hier kaputt machen. Okay. Okay. Da wird es hier vermutlich irgendwo einen Lichtschalter geben. Ach so, oder nee, das ist für nachts. Ist das für nachts slash night? Irgendwie geht das Licht noch nicht an. Auch das muss sein. So. Nee, aber ich finde das schade, dass es so viele Leute gibt, die sich einfach keine Gedanken darüber machen, was man hier für Arbeit drin investiert. Derzeit ist das gesamte Stellwerk, die Stadt ist gesperrt, Zugfahrten können nicht durchgehend gemacht werden. Wir müssen wieder Stunden darin aufwenden, das Stellwerk wieder neu zu bauen, die Technik dahinter wieder zu ersetzen. Ein Problem, solange hier nichts kaputt macht. So. Und ja, es ist schade, dass es so viele Leute gibt, die sich nicht im Bewusstsein sind, dass sie damit die Arbeit von Leuten kaputt machen, die hier Stunden in das Projekt investieren. Aber ich will gar nicht mit dieser Folge Trübsal blasen, sondern ich will mal so ein paar kleine Stellen ausbessern. Zum Beispiel das hier. Zack, zack, zack. Da brauche ich jetzt kein World Edit. Das geht auch so. Ein H. Da ist ein Haus. Das können wir uns doch mal angucken. Okay. Ja. Nicht schlecht. Gut, das hier ist ein ganz normales Steinhaus. Ja. Das hier finde ich ganz nice. Von wem war das nochmal? Von Carter Murphy. Den müssten wir vielleicht echt mal als Bilder einstellen. Askalord. Mats hat sein Haus auch endlich mal fertig. Ich weiß gar nicht, ist das schon länger fertig? Ja, wir gucken uns hier einfach gerade mal so ein bisschen um. Was hier noch gemacht werden muss, was hier noch gemacht wird. Hier zum Beispiel liegt eine Straße ohne Bürgersteige und ohne Straßenmarkierung. Weil es hier hinten halt einfach nur flaches Land gibt. Hier sollen aber auch noch Wohnflächen hin. Soll nicht dauerhaft hier so kahl bleiben. Gehört ja alles noch zum Stadtgebiet von Community City. Wir machen deswegen mal kurz hier
Zack, 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 zack. So, damit haben wir das Loch auch wieder gestopft. Nee, aber es gibt halt, ich finde das schade, dass die Leute, dass manch einer so mit den Bauwerken anderer umgeht. So. Was ist denn hier drauf? Okay, hier scheint... Ach, ja, stimmt, das ist das Haus von Gamecoon, genau. Ah, kann man sich die Solarplatten so sichern? Genau, der streamt ja auf Twitch, der hat so eine ganz kleine Sondergenehmigung, ein bisschen was zu machen. Komm, machen wir das mal zu. Guck mich hier mal ein bisschen um. Okay, der hat schon einiges geschafft. Okay, Steamboiler. Aha. Ah, mit endlos, unendlicher Wasserquelle. Interessant. Ne, der hier will ein bisschen... Ich glaube, der baut irgendwann hier noch ein Energiekraftwerk. Okay. Ja, er hat ein bisschen viel Technik, das muss man wohl sagen. Aber wir können ja jetzt mal gucken, wie es... Trotzdem sind wir hier bei einer TPS von 18,63. Der Server bekommt demnächst auch nochmal ein bisschen mehr RAM. Von dem her... Geht das alles in Ordnung derzeit? Er sollte nur nicht sein Dach so offen lassen. Deswegen baue ich das hier mal zu. Ich habe nämlich keine Lust, dass er gegrieft wird. Und theoretisch müsste ich jetzt hier hinten auch noch die eine Tür zubauen. So. Ich würde dir da echt einen Tipp geben, mach das nicht so offen, Nico. Sonst wirst du noch gegrieft. Das wird definitiv passieren. So, hier haben wir die zwei Shops, die ich mal eingerichtet habe. Interessant. Interessant. Der Shop ist wieder zu vermieten, aber es... Beziehungsweise der Shop ist eingerichtet, aber er gehört niemandem. Das ist ja mal niedlich. Mit Bahnsteig und so. Okay. Okay. Nett. Ich finde es schön, dass die User Spaß mit der Eisenbahn haben. Aber welches Grundstück ist denn das? Wem gehört denn das? Das gehört ihm. Gucken wir doch mal. Sin DXR Hana. Seit 20 Tagen. Okay, der ist noch nicht allzu lang offline. Nach 3 Monaten werden die Grundstücke ja resettet. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, was aktuell in den Regeln drin steht. Da gab es letztens mal eine Änderung. So, ich glaube, ich habe das Stellwerk ausgeschaltet gehabt, ne? Was steht da? Auf Sicht weiterfahren, ja genau. Weil... Die Standardfahrstraße steht immer in die richtige Richtung. So, dann machen wir mal kurz ein Loch ins Dach. So.
Standardfahrstraße 4. Ich glaube, ich sollte da noch eine zeitabhängige Auflösung machen, dass die Fahrstraße sich nach 5 Minuten automatisch auch wieder auflöst. Wo haben wir den Kompass? Da. Sollte das Signal auf jeden Fall auf grün sein. Ja. Perfekt. Nee. Hier die Abzweigstelle ist ein bisschen überdimensioniert, das gebe ich wohl zu. Da muss ich mich mal dafür einsetzen, dass das ein bisschen übersichtlicher wird. Aber das ist relativ schwer, weil wir ja hier oben noch die Streckenverbindung haben. Von dem her, vielleicht sollte ich hier zwei getrennte Abzweigstellen draus machen. Einmal hier eine mit einem eigenen Stellwerk. Aber nee, dann, nee, das geht nicht, weil ich ab da ja im Gegengleis fahren muss. Ach nee, das ist eine Abzweigstelle. So. So, das ist das, was ich einrichten muss noch. So. Dann wollen wir das Signal doch auch mal wieder einrichten. So. Ups. Mist. 8133. Die Signalauflösungsstelle wird dann wieder nach hier vorne verlegt. Sieben, eins, fünf, eins. Muss ich mal gucken, wofür das zuständig war. Auf jeden Fall müssen die Signale gekoppelt werden. Da muss ich, glaube ich, nochmal mit Timo sprechen. Kann ich jetzt alleine nicht machen. Vor allem nicht in der Aufnahme. TP. Community City ist ja gesperrt. Community City ist ja derzeit gesperrt. Wir können aber gerne eine Zugfahrt ab. Ab. CC O-Winkel machen. Dann machen wir jetzt mal noch eine Zugfahrt. Es ist früh am Morgen hier am Samstag. Ich glaube, wie viel haben wir gerade? 10 Uhr. Ich mache jetzt gerade einfach noch schnell eine Folge. Damit ihr mal wieder was zum Gucken habt. Denn das Projekt wird ja gemocht und ihr wollt ja immer mehr. So. Und euch porten. So. Dann wollen wir doch mal einen Zug aufstellen. Was nehmen wir denn da? Da nehmen wir mal. Was nehmen wir denn? Komm, dann machen wir das, was ich gestern auf dem Screenshot gesehen habe. Das sah eigentlich ganz nett aus. Und Giftenser 326. So.
Auch wenn die Mallard nie mit zwei Tendern gefahren ist, finde ich, sieht das ganz nett aus. So. Eins, zwei, drei. Drei Wagen. Nee, vier, fünf. Ja, fünf. Eins, zwei. Drei, drei. Vier, vier. Fünf. So. Dann färben wir die Wagen noch weiß, weil ich bin ja Fernverkehr. Muss ja weiße Züge fahren. TP. Redox zu Danger. Und einmal locken. Locked. Locked. Und wir müssen noch kurz die Personenwagen locken. Und XX Pferde zu Zedox. So. Und das gehen, tun wir mal in den zweiten Tender füllen. Die Tender sind zwar leider nicht miteinander verbunden, was ich noch schade finde, da könnten die Entwickler eigentlich was ganz Geiles mitmachen, wenn sie die Tender miteinander verbinden würden. MI IC 2082 CC Vohwinkel. Nach Neukirchen. Nach Neukirchen. Abfahrt ursprünglich 10:15 Uhr. Dann machen wir doch mal eine Zugfahrt. Die ist zwar mitten auf einer Zugwirkungsstelle, sie ist an keinem regelmäßigen Startpunkt gestartet, aber jetzt fahren wir einfach mal mit der neuen Malat hier nochmal rum. Habe ich gestern auf dem Bild gesehen, das fand ich eigentlich ganz geil. So, das Stellwerk haben wir ja gerade eben wieder funktionstüchtig gemacht. So, jetzt fahren wir hier um die Kurve. Eigentlich könnte man ab hier die Geschwindigkeit schon wieder erhöhen. Hundertsechzig dürfen wir jetzt. Gut. Dann ziehen wir mal hoch. So, können wir nur 135? Wir können nur 135.
Passt aber. So, jetzt fliegen wir hier durch den Tunnel im Prinzip. So, wir hetzen hier jetzt nochmal durch die. Oh. Ah, da ist das Signal ganz kurz vor uns noch auf grün gefallen. Weiß nämlich, dass hier derzeit keiner auf dem Server unterwegs ist, weil wir sind zu dritt auf dem Server. Das ist ganz typisch für morgens in der Frühe. Außerdem ist hier sind die anderen Signalstellen auch grün. Das ist nur ein Signalwiederholer. So, nächster Halt Neukirchen. Nächster Halt Neukirchen ABF. Diese Zugfahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Servus. Und Neukirchen hat noch nicht geladen. Der Bahnhof ist unterirdisch, der dauert immer ein bisschen. Jetzt müsste ich den Zug eigentlich irgendwo abstellen. Ah, jetzt muss ich den Zug noch hier rausfahren. So, jetzt muss ich nämlich noch hier wieder Neukirchen schließlich freigeben. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich den Zug abstellen könnte. Muss ich den Zug halt einmal leer nach. Wohin kann ich den fahren? Nach Leere, ne? Gleich ME, LR. Neukirchen nach Leere. Leerzug. So. Dann gehen wir jetzt mal vollen Stoff. Oh, da ist unser KS-Signalsystem. Das sagt jetzt derzeit, das nächste Signal steht auf Halt. Dann bremsen wir mal ab. Glaube zwar nicht, dass es auf Halt steht. Nein, die Blockeinwirkungsstellen sind nur so weit auseinander, dass das gerade nicht zuverlässig laden kann.
die Richtung konnte er sie jetzt wieder laden, weil da sind wir ja gerade durchgefahren. So, und hier ist jetzt grün mit gelb-gelb. Stimmt, das ist die Einfahrt Imperia. Oh, da muss ich jetzt Fahrdienstleiter spielen. Oh, dann wollen wir doch mal den Zug hier gleich anhalten. Oh, nee, ich habe eine Einfahrt. Wieso habe ich eine Einfahrt? Ist doch gar kein Fahrdienstleiter da. Ui, aber schönes Haus, das sich jetzt hier im Bau befindet. So. Halte hier am Vorsignal an, lege die Bremse an, fliege kurz ins Stellwerk, nehme mir meinen Kompass. So, und das müsste Ausgleis 2 sein, oder? Achso, nee, Moment, scheiße. Nicht nach Neukirchen. Kann ich die Fahrstraßen wieder auflösen? Aus. Gleis 2 nach. Hallo. Halt für sämtliche Fahrstraßen. Nein, der Bahnübergang soll aus. So. Ausgleis 2 nach Leere. Nee, Ausgleis 1 nach Leere. Ja, so. Jetzt. Ah, ich hasse diese Stellwerkstechnik. Ich finde es viel zu. Deswegen bin ich kein Fahrdienstleiter auf dem Server, sondern nur Lokführer. Und Owner und Admin und. Ja. Ja. So, jetzt dürfen wir hier mit 300 lang pfeffern. Wir können nur 135. Eine Dampflok durch den Hochgeschwindigkeitstunnel ist natürlich ein bisschen unrealistisch, aber wir haben hier im Tunnel eine ganz Besonderheit. Wir haben hier Dampfabzüge. Von dem her wird der Dampf hier eh weggesogen. So, jetzt sind wir immerhin auf der unteren Ebene angekommen. So, jetzt tuckern wir hier lang. Signal ist auf Rot. Ist das jetzt eigentlich die Rückfalltechnik für das ESTW oder? Weiß es nicht, da muss ich Froschi mal fragen. Roshi hat die Strecke hier, soweit ich weiß, signalisiert. Ich müsste auch mal so eine Richtlinie zum Bau und Betrieb von Eisenbahnstrecken auf dem TTCS-Server schreiben. So von wegen, die NE3-Tafeln müssen im Abstand von 175 und 75 Blöcken aufgestellt werden oder sowas. Aber da wir einen generellen Blockabstand von 100 Blöcken haben,
Kannst du das vergessen? Vielleicht 2020-10. Oh ja. 15-10-10. 15-10-10 hört sich eigentlich gut an. So, jetzt geht's hier über meine Brücke. Was haltet ihr eigentlich mal von so einer generellen, vielleicht 10 Minuten langen Trainspotting-Folge auf dem Server? So, wo ich einfach ganz viele Züge filme, die hier langfahren. Das Signal ist ja noch nicht eingerichtet. So, jetzt sind wir den Leerzug nach Leere gefahren. So. So, der Zug soll jetzt mal nämlich nicht auf die Hauptstrecke, sondern wir bewegen den Zug jetzt mal auf ein Abstellgleis. Wir fahren noch nicht in den neu gebauten Güterbahnhof. Da habe ich nämlich eigentlich immer noch eine Folge in Entwicklung. Nur wann die irgendwann mal kommen wird, steht immer noch in den Sternen. Aber ich will den Zug ungerne abreißen. So. So. Gut, der Zug wurde hier abgestellt. Und das wär's dann aber auch mit der heutigen Episode TTCS. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play TTCS. Ja, bis dahin und bye bye.